Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Iron Harvest. So, dann wollen wir mal. Ich habe die Kampagne schon let's played, verlinke ich euch auch hier unter dem Video. Aber ich würde gern jedes Spiel, das ich let's playe oder behandle, zumindest auch mal vorstellen in so einem 30-minütigen Format. Die Kampagne würde ich euch nicht empfehlen, die ist nicht so gut, aber wir schauen uns an, was wir denn so haben. Weltkarte, das war ganz interessant. Also wir haben hier verschiedene Weltformate, geteilte Kontinente, Archipel oder Archipel, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, Schierland, und das war's hier. Bei geteilte Kontinente mal fortsetzen, haben wir unterschiedliche Spielmodi, können natürlich auch eine eigene Kampagne erstellen. Das finde ich relativ cool, muss ich sagen. Die Kampagne hat mich echt enttäuscht und die ist nicht gut gemacht, aber das hier wirkt nach guten RTS-Gelegenheiten. Zum Beispiel der Außenseiter, da sind wir der alleinige lila Böbbel da unten und müssen uns gegen die Übermächtigen verteilen. So viel dazu. Archipel hat dann unterschiedliche Spielmodi, habe ich mir gerade angesehen. Wir oder sie, Pioniere, zersplittertes Königreich. Und auch hier können wir natürlich eine eigene Kampagne machen. Genau, das sieht ganz gut aus. Das würde ich aber gerade nicht vorstellen. Ich wollte nur mal sagen, dass das existiert. Unter Weltkarte. Wir haben Missionen. Da können wir einfach Gefechte gegen KI machen, also hier zum Beispiel gegen zwei Spieler. Die Missionen kommen auch nicht aus der Kampagne, kennt man vielleicht aus Age of Empires, bisschen die Spielmodi, genau, für sechs Spieler. Auch das Problem ist, hier kann man nur im Team spielen, also 3 gegen 3. Ich hätte lieber noch einen Spielmodus, wo ich gegen 6 andere spielen kann, beziehungsweise gegen 5 andere. Was soll's, das gibt's nicht. Gefechte würde ich mir gerade auch nicht ansehen. Ich habe mir nämlich schon was zurechtgelegt. Achso, es gibt auch noch Herausforderungen. Wer denn herausgefordert werden will, gibt 4 Stück. Und da gibt's verschiedene Ziele. Kann man sich antun, muss man meiner Meinung nach nicht. Aber ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. So, Kampagnenmission. Die haben nichts mit der eigentlichen Kampagne zu tun. Wenn ich das richtig sehe, also wir haben hier Kategorien, Vernichtung, Hauptstadt, Fangen, ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend, Einnehmen auch, Vorherrschaft sollte man auch kennen, Abwurfzone, da werden eben Vorräte abgeworfen und man muss möglichst viele fangen, um dem Gegner immer ein bisschen überlegen zu sein. Eskorte mag ich überhaupt nicht in keinem Spiel, deswegen werden wir uns das auch nicht ansehen. Schutz, genau, das sind eigentlich ganz coole Kategorien und Spielmodi, und es geht noch weiter. Es gibt Suchen und Zerstören, es gibt Überleben, es gibt Hauptstadtverteidigung und es gibt Hauptstadtvernichtung. So, und ich habe mir jetzt entweder überlegt, König des Berges klingt relativ cool. Die Feiglinge sind auf den Berg geflohen. Haben sie vergessen, dass selbst die Usonier dort letztlich in der Falle saßen? Machen wir diesen Berg zu ihrem Grab und einem Denkmal unseres Sieges. Genau, das wäre die eine Möglichkeit, aber ich glaube, ich nehme gleich das erste. Klingt so schön brutal. Bluternte. Unsere Soldaten haben ein feindliches Luftschiff abgeschossen. Die Truppen des Feindes sammeln sich derzeit, um das Wrack zu sichern. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir die Vorräte des Schiffs für uns beanspruchen. Das klingt doch ganz gut, und außerdem zeigt es den DLC Usonia. Das ist nicht im Vanilla-Spiel enthalten. Dann ist es, nutzt der DLC, den ich mir gekauft habe, auch noch was. Also der bringt die Luftschiffe und die Usonia als Fraktion mit ins Spiel. Ich würde einfach sagen, genug vorgestellt, wollen wir mal ins Spiel. Ich würde hier einfach sagen, Auto entsenden. Kann ich noch jemanden auswählen? Ach, das sind die Gegner, das bin ich. Nö, Kampf starten. Das klingt doch richtig. Großer Button unten rechts. So, nochmal zurück zur Kampagnenmission-Auswahl. Wir können tatsächlich einstellen, wen wir spielen, deswegen hatte ich die falsche Fraktion. Das finde ich schön. Das heißt, auf jeder Mission könnten wir jetzt die Fraktion Usonia wählen. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag es, dass ich meine Armeegröße hier festlegen kann. Wir machen es mal riesig. Erwarteter Schwierigkeitsgrad extrem. Dann machen wir es wohl doch. Nur ich dachte, nur meine Armee wäre dann. Ah, KI-Einstellung. Unsere Armeegröße.
Sehr einfach. Mittel. Das ist auch noch Mittel. Okay, dann mach mal 10. Sehr schön. Wir können ja auch hier 10 gegen 10. Und ich krieg noch ein bisschen dazu. Das sieht doch wunderschön aus. Na gut, dann starten wir aber jetzt diesmal richtig. Auto entsenden, diesmal passt alles und Kampf starten. Oh, vernichte alle feindlichen Truppen. Bisschen komisch, dass wir hier unten gelandet sind. Normalerweise, ja, am Kartenrand sind wir. Eigentlich zoomt er standardmäßig auf unsere Truppen. Keine Ahnung, vielleicht hat meine Tastatur einen Hänger gehabt. So, wir haben eine Kaserne, wir haben ein Hauptquartier, wir haben eine Werkstatt und wir haben vor allem ein Luftschiff. Die finde ich besonders cool. Oh, ein Truppentransporter hatte ich auch noch nicht. Also ich habe mit Usonia noch nie gespielt. Aber ja, je mehr Freiwillige, umso besser. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal vor uns, hier sehen wir auf der Map, eine Eisenmine vor uns. Die nehmen wir gleich ein. Wir brauchen nämlich Ressourcen, die Bolle. Nochmal mehr Freiwillige. Ja, würde ich mal sagen, zur Eisenmine. Nö, es gibt kein Problem. Ich würde sagen, wir müssen aber rechts auch schon mal aufpassen, dass unsere Ölpumpe nicht gemobst wird. Und links nochmal dasselbe, weil die Feinde versuchen, ganz hinterhältig hier auch Zeug von mir wegzunehmen. Das finde ich gar nicht so cool. So, ihr nehmt das ein. Könnt ihr das Flakgeschütz übernehmen? Nee, das sieht auch nicht mehr so gesund aus. So, dann haben wir hier noch eine schöne Eisenmine. Wir können natürlich unsere Eisenmine auch einmalig upgraden. Zumindest in der Kampagne ging es nur einmalig. Feind nähert sich. Nein. Haut ihn auf die Schnauze. Ja, sie ziehen sie zurück. Was war denn da gerade mit meiner Stimme los? Hab heute so wenig geredet. Ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen Übung. Komm schon. Haut den Flammenwerfer-Jungs auf die Fresse. So, was braucht man? Die Eisenmine wird abgegradet. Oh. Ja, ich sehe das. Ich dachte, ich habe ein Mech hingeschickt. Mensch, die Feinde sind aber schnell unterwegs. Das sieht doch gut aus. Und ihr nehmt kurz die Eisenmine und ihr... Nee, ihr nehmt nicht die Eisenmine. Komm schon, macht die doch mal fertig von der anderen Seite. Also das Placement von meinen Einheiten und die KI ist nicht so ideal in dem Spiel. Ist ein bisschen schlecht für eine RTS, aber was soll's. Komm schon, du schießt sie von hinten ab. Ah, die hauen ab, ist das nicht schön. Und die zwei Trupps sind beinahe am Arsch. Beinahe sowas von am Arsch. Ich mag mein Luftschiff, aber... bin ich mir nicht sicher. Was ist denn das? Ein Flugbike. Ja, das hoffe ich. So, dann können wir Pioniere machen. Mit denen können wir mehr Zeug bauen. Und wir brauchen ganz, ganz dringend mehr Ressourcen. Und zwar Öl auch noch. Und Eisen. Komm schon. Ich muss upgraden. Ja. Und hier sehen wir unser Luftschiff mal in Action. Nein, mein Mech ist down. Wie ist das denn so leicht passiert? Das sind aber hartnäckige Feinde. Greift an. Ich mag meine kleinen Helikopterbomben oder was das sind. Was habt ihr denn da oben? Wieso habt ihr auch Luftschiffe? Kannst du die angreifen hier? Ja, genug für alle, sollte man meinen. Ich brauche dringend mehr Mechs. Und ich muss meine Werkstatt upgraden. Wir können noch einen Salem machen. Für den Rest reicht das aber nicht. Habe ich die Ölpumpe? Die konnte ich upgraden, okay. Alles ist kaputt. Nichts läuft, würde ich sagen. Oh, das Flugbike ist ja nicht wirklich nennenswert, der kann auch nichts einsammeln. Hätte mich auch gewundert, wenn er das geschafft hätte. Nicht gut. Alles nicht gut.
Gebäude wird angegriffen, auch nicht gut. Wo sind denn Pioniere? Da ist eine große Eisenmine. Ihr seid einsatzbereit, ist das nicht schön? Wir können einen Bunker bauen. Aus dem können unsere Leute rausschießen. Machen wir mal hier eine vorgelagerte Einheit. Und die können hier natürlich auch Sachen einsammeln. Du wirfst dich in Schale, das finde ich schön. Das sieht aber eher aus wie eine Roosevelt-Gruppe. Ich weiß gar nicht, dass sie Luftschiffe haben. Komm schon. Oh, den zerlegt man aber gut. Das sind die Roosevelts. Da ist auch Victor, ein relativ guter Held. Aber gleich ist er down. So, hier wird ein Bunker gebaut, da können wir Truppen stationieren. So soll das sein. Was haben wir hier? Ein Ward. Was macht ihr denn? Einsatzmechaniker mit Exoskeletten. Oh, die brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, wir machen neue Freiwillige. 29 hier, das ist ja schön, wie du heißt. Ihr habt's gebaut, ihr sammelt es auch noch ein. Rein in deinen Anzug. So, die looten das. Zieh dich mal zurück, Mason. Nein, da kommen ja noch mehr. Schön einsammeln. Und in unseren Bunker. Na, heute habe ich es aber mit der Navigation. Kommen mal Einheiten rein. Dankeschön. Die wird auch abgegradet. Und dann holen wir uns gleich die Ölpumpe, würde ich sagen. Vielleicht macht man davor noch mich. Okay. Und mit denen gehen wir mal zur Eisenmine, die gerade geklöppelt wird. Oder nicht, ich brauche hier Verstärkung. Oh, ich mag meinen Helden. Und mein Flugbike, ist es tot? Oh, ich glaube, da liegt's. Weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Oh, ganz viele Truppen. Ach, das sind meine. Das sind meine Pioniere. Was macht ihr denn hier? Ihr seid nicht zum Kämpfen, ihr seid zum Bauen da. Komm schon. Hey, ihr sollt die Ölpumpe aber auch nicht angreifen. Ihr sollt sie einnehmen, dankeschön. Mit der Steuerung teilweise noch ein bisschen komisch. So, die ziehen wir nach da vor. Wie repariere ich eigentlich mein Luftschiff? Ich glaube, das kann ich zur Basis zurückordern und dann heilen lassen. So, ein 29 nochmal hier hin. Gegner voraus. Hab leider noch keine Spezialfähigkeit. Das benötigt einen Veteranenrang. Die Einheiten steigen auch auf nach gewisser Zeit. Und Mensch, mein Mech kann nicht gut schießen. Ist egal. So, das tun wir zurück. Eisenhammer relativ viel. Aber bauen kann ich nichts mehr. Ist ja schade. Da ist ein Mech zur Verteidigung. Aber Angriff ist doch die viel bessere Verteidigung. Hoch mit dir. Ihr meldet einen Feind. Vorsicht, meine Pioniere. Meine Pioniere sind unter Beschuss. Ja. Samson ist wieder verbessert, das ist wunderbar. Ich hätte gern noch eins davon, damit wir hier mal ein bisschen aufräumen können. Oh, da ist auch so ein Luftding. Ja, das überrascht mich nicht. Ich dachte, mittlerweile könnte ich was machen. Ach, lass mir das mal upgraden. Kann ja nicht angehen. Eisenmine wird eingenommen. Sehr gut. Der Plan ist nicht sterben. Ich finde, das ist immer ein super Plan. Der klappt meistens nur nicht. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Was habe ich denn hier noch? Achso, das Flugbike. Nein, mich verloren. Aber wir müssen unbedingt das Kanonenschiff irgendwie... Irgendwie müssen wir das ausschalten können. Mensch, hat der eine geile Waffe. Guck mal, wie viel Schaden der an dem Mech macht.
Ich liebe die Usonia im Spiel. Nicht unbedingt in Wirklichkeit. Fliegt doch nicht alle. Mason, heute nicht. Heute nicht, Mason. Oh, oh, oh. Mason kriegt auf. Aus Maul. Komm schon. Oh nee, meine Hülle ist kaputt. Ja, das kriege ich mit. So, der kommt auch zurück zur Basis. Vielleicht können wir den heilen. Ansonsten können wir ihn auch nachcraften. Kanonenschiff, Samson, Stark. Ein großer Nahkampfmech, der an Stärke zunimmt, wenn er Schaden erleidet. Okay. Ich würde sagen, Kanonenschiff. Her damit. Kann man nicht genügend haben. Komm, die nehmen die Ölpumpe. Warum denn? Das ist doch meine. Das ist doch meine. Na, das will ich hoffen. An Öl mangelt es mir nämlich immer. Komm schon. Ich mag die Geschosse von dem Teil. Ein Flammenbunker. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich den brauche. Boah, das ist Pech. Ach, ihr habt es noch nicht geschafft, das einzunehmen. Oh. Wir kommen dagegen nicht an. Das ist Pech. Die Eisenmine gehört immer noch nicht uns. Das ist auch Pech. Komm schon. Ran an das Kanonenboot. Nein, mein guter Sturmmate. Komm schon, greif's an. Ach, das geht nicht. Das hält er nicht aus. Rückzug. Schwanz einziehen hat nicht geklappt, weil wir es zu spät gemacht haben. Was ist kaputt? Ja, alles. Wo ist denn? Ich habe doch so ein Flugding geordert. Stark. Großer Nahkampf mich. Nee, ich brauche noch mehr Eisen. Ich glaub's hier nicht. Ach, da ist ja mein Luftschiff. Produktion beschleunigen. Das sieht doch ganz gut aus. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Wir haben aber jetzt die notwendigen Ressourcen. Erstens, um den zu heilen. Und dann machen wir noch ein großes. Dein Exoskelett kriegst du nicht zurück, das ist aber Pech. Hier schön einsammeln, das Eisen, das brauchen wir. Attacke. Komm schon. Ein wahnsinnig schönes Feature. Auch hier das Kanonenschiff, das mag ich. Komm schon. Ich hab die Lufthoheit. Ja, das ist gut. Damit holen wir uns jetzt aber mal die Eisenmine hier. Attacke. Ah, das ist ein neuer Anzug. Das ist aber schön. Ich bleib bei meinem Anzug. Na gut. Du sollst hier rein. Du sollst nicht die Waffe wechseln. Oh, wunderschön. Ja, den setzen wir dann auch gleich dahin. Und was ist da? Ich habe Verstärkung bekommen. Wann ist das denn passiert? Dann können wir uns die Eisenmine natürlich schnappen. So, ja, da liegt noch ein verletzter, feindlicher Held. Ja, dann schieß zurück. Schießen. Alle müssen schießen. Nur so kann das was werden. Einnehmen. So, Sanitäter brauche ich gerade nicht. Ihr nehmt mal hier das Zeug ein. Ah, Sanitäter, hier ist eine Waffenkiste. Können die sich mal neu ausrüsten? Das wäre doch gar nicht so schlecht. So, du bewegst dich nicht ins feindliche Gebiet. Das wäre mir gerade gar nicht so recht. Und dann haben wir doch noch so ein großes Flattervieh eigentlich in der Luft. Beziehungsweise Kanonenschiff oder Samson. Fliegender Träger. Ich dachte, da hätte ich schon einen nachbestellt. Na, offensichtlich nicht, sonst hätte ich ihn ja. So, dann sieht's doch ganz gut aus.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Attax, ein Tarnartilleriemech, der das Überraschungsmoment nutzt, um hohen Schaden zu verursachen. Ich mag's, wenn meine Leute hohen Schaden verursachen. Problem ist, die Waffen sind scheiße. Granaten bringen jetzt nicht so viel. Ist egal. Wir müssen ja auch hier... Oh, ein feindliches Kanonenschiff. Na, das will ich doch hoffen. Komm schon. Okay, nicht folgen, nicht folgen. Kann man noch irgendwas richtig... Oh, da ist es ja. Da ist es ja schon. Ich glaube, das schickt man hier links zur Verstärkung. Und dann können wir uns den Feind so langsam echt mal vorknöpfen. Ich kann ja noch eins machen. Die sind zwar langsam wie Arsch, aber funktionieren dafür auch gut. So, die Eisenmine sieht ganz okay aus. Die rüsten wir noch auf. Könnt ihr... Ihr sammelt das mal ein. Ihr hört, ihr sammelt das ein. Natürlich könnt ihr das nicht liegen lassen. Das sind wertvolle Ressourcen. Oh. Wieso bist du denn so weit im Feindgebiet? Da solltet ihr gar nicht hin. Aus einem guten Grund. Da sind Feinde. Drohnenkapazität erreicht, das ist schade. Ja, und ihr seid gleich tot. Und da bin ich nicht begeistert. Ihr seid bereit, dann komm, helft mal mit. Helft mal mit. Komm schon, du musst das Teil hier umbringen. Diesen Nakovalnia. Nein! Nein! Mein Luftschiff ist down, bevor hier irgendwas down ging. Granate! Ja, fress Splitter. Ah, sehr schön. Ihr schafft es schon. Ja, irgendwie sowas hatte ich befürchtet. Hier haben wir ja noch so einen Teil. Ja, ihr steht irgendwie alle unter Beschuss. War jetzt eigentlich nicht geplant, dass das wirklich da nach vorne geht. Wir können ja noch eins machen. Und dann... Kann man irgendwas noch aufrüsten? Die Kaserne, dachte ich zumindest. Nee, aktuell sieht es nicht so aus. Sieht alles aufgerüstet genug aus. Das ist schön. Angriff. Schlachtruf. Was macht das hier? Weiß nicht, ob das aktiv was bringt. Ich kann es auswählen und damit. Mein Held ist gleich down. Jetzt ist mein Held down. Ja, ihr sollt das andere angreifen. Guck, da ist ja so ein Typi drauf. Der schießt noch fleißig mit. Das ist ja cool. Komm, am Boden gibt es auch noch mehr als genug Feinde. Ja, du bist echt langsam. Aber dafür kann man so viel von dir machen. Was kann ich denn noch? Kanonenschiff. Attax kann ich noch ein paar machen. Reverie. Bringt vielleicht was. So. Mit zwei Mechs hau ich die weg. Nein. Nein, mein Kanonenschiff. Also das ist richtig bescheuert. Warum gehen die denn nach vorne? Angriffsbewegung. Gebiet angreifen. Nein, nein. Ihr sollt nicht in feindliches Gebiet ohne meine Einwilligung gehen. Oh, die greifen an, die greifen an. Ja, mein Ziel wird erfasst. Ich hab's erfasst. Brauch mal einen Stark. Der Revier ist bereit. Dann komm hier. Komm schon. Ja, ihr habt's ausgeschaltet. Wunderbar habt ihr das gemacht. Schaltet die Mechs aus. Schaltet die Mechs aus. Ich hab mich umentschieden. Mechs! Das tut denen so stark weh, den Feinden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ah, das ist deutlich besser als die Kampagne. Für ein RTS sind die Einheiten aber ein bisschen zu blöd und ein bisschen zu gleich. Und ich kann nicht arg viel machen mit denen. Aber so im Vergleich zur Kampagne, warum nicht? So, was habe ich denn hier? Ach so, ein Teil ist das. Nein, mein Kanonenschiff wird angegriffen. Nach vorne. Sehr schön ist das, was ich hier mache. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, wenn es geht, die Eisenmine mal einnehmen. Das schwächt den Gegner ungemein. Nicht so weit nach vorne. Nicht so weit nach vorne. Feind in den... Artillerie. Mag ich nicht. Angriff. Angriff. Oh, das ist ein geiles Teil. Wie heißt das? Riverie. Davon müssen wir noch ein paar machen. Und das Artillerieteil holen wir uns jetzt auch mal. Und dann würde ich sagen, die Einheit darf hier mal raus. Mal an die frische Luft und die holt uns jetzt tatsächlich die Eisenmine hier. Ihr sollt nicht so weit ins feindliche Gebiet. Sprech ich Spanisch. Donde está la biblioteca? Komm schon. Komm schon. Mehr Drohnen. Ihr braucht alle mehr Drohnen. Boah, wie viel sind denn da? Ich will doch nur das einnehmen, ohne dass ihr hier reinköbelt. Ja gut, dann zermalmst du sie halt. So. Können wir irgendwie noch ein Reverie oder so machen? Stark. Samsung. Kanonenschiff. Attax. Ah, da ist er. Ah, Revere. Na gut, ist egal. Aussprache ist nicht meine Stärke heute. Ihr habt es tatsächlich eingenommen. Ich bin begeistert. Was für ein Mech verloren? Was für ein Mech haben wir verloren? Ja! Bunker ausgeschalten. Und jetzt haben wir hier auch die Eisenmine. Das ist schön. Dann schickt mal am besten nochmal ein Mech nach. Vielleicht nochmal ein Revier. So, ein Revier können wir noch machen und Öl geht echt aus. Ja, ja, Feindkontakt ist nicht gut. Aber. Komm schon. Wir rücken vor und machen mal dieses Teil da platt. Ah, die Schützen machen mir gerade das Leben schwer. Die sollen mal hier rechts die Ölpumpe nehmen. Vielleicht bringt es hier was. Komm schon. Vorwärts, wo ist mein erster Revier? Wir ziehen jetzt einfach in deren Basis. So langsam müssen wir dem Feind mal den Gar ausmachen. Geben Sie mir eine Mission. Ja, die Mission ist Attacke. Dachte, es war klar. Komm schon. Mehr Drohnen. Mehr Drohnen. Nein, mein Unionsmech. Komm schon. Habe ich hier nicht noch mehr? Noch ein Revier. Ich muss verrückt sein. Okay, der hat irgendwas gesagt. Ist egal. Komm schon auf die Mechs. Befehl ist Mech ausschalten. Der Rest ist ja nicht so schlimm. Aber die 30-Minuten-Marke ist wieder beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Da ich die Kampagne schon gespielt habe und alles andere als überzeugt davon war, weiß ich jetzt nicht so wirklich, was ich zu dem Spiel sagen soll. Es ist nicht per se schlecht, es macht stellenweise Spaß, aber das ist irgendwie genau das Problem. Es macht nur stellenweise Spaß. Das Gameplay ist relativ mäßig und da fehlt echt noch einiges. Es fühlt sich wie ein unfertiges RTS an, die Einheiten sind auch eher so meh. Das Setting ist aber extrem klasse und ich würde sagen, oder beziehungsweise ich würde das Spiel generell nicht empfehlen, außer es ist irgendwie in einem Sale stark reduziert. Was eigentlich schade ist, die Grundlagen sind alle da und das hätte echt ein herausragendes RTS werden können.
Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt auch gern, welche Spiele ich denn als nächstes vorstellen soll. So wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.